Hallöchen, meine Abenteurer. Herzlich willkommen zurück zu Satinavs Ketten. Wir haben ja angefangen, in der letzten Folge den Zaubertrank zu brauen. Aber irgendwie fehlt uns jetzt noch die letzte Zutat. Jetzt schauen wir doch nochmal, ob wir hier irgendwas haben. Hier haben wir, ja, nichts. Haben wir hier irgendwas? Nein, irgendeinen Köder brauchen wir nämlich noch. Unten. Warte. Zeit auszumisten. Ja, jetzt ist die beste Zeit. Hier liegt noch ein Taubenei. Okay, wir wissen, Eier sind Köder für Raben. Warum wir da nicht vorher drauf gekommen sind? Egal. Etwas, das Krähen anlockt? So, jetzt können wir das Ganze. Jetzt müssen diese biestigen Krähen nur noch damit in Berührung kommen. Genau. Au, heiß! Ja, du Dummerle, was denkst denn du? Gut, jetzt haben wir das Mittel da drauf gemacht. Und das Feuer lassen wir brennen. Vielleicht brennt ja unsere Hütte ab und damit ganz Andergast. Könnte ja sein, ich weiß ja nicht. So. Können wir hier das Wappen hinmachen in die Fahnenhalterung? Und Gero läuft mal wieder langsamer wie ich. Dann hoch damit. Schon das zweite Mal, dass wir die Fahne hissen in dem Spiel. Yes! Das Burgvolk hat dein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na endlich. Juhu, wir dürfen zum König. Und dann dürfen wir in die Magierakademie. Hoffe ich. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen, so wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Okay, wir entschließen die... Wir demonstrieren unsere Entschlossenheit. Wenn Nori stirbt, verliere ich das Einzige, was mir geblieben ist. Glaubst du, du allein fühlst Hilflosigkeit und Verzweiflung? Rache und Zorn blenden uns, wie einst, vor 13 Jahren. Vielleicht waren wir damals blind, nicht der Seher. Sieh da! Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam! Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig! Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König, das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist?
Ja, sie ist nicht wahr. Wir argumentieren gegen den Seher. Nur der Seher selbst beschwört Unheil herauf. Er hat Ritter Olderich und Magistra Dorota ermorden lassen. Und Gwinling. Er hat Noris Heimat ins Unglück gestürzt. Und er hat die Krähen nach Andergast gerufen. Jetzt hat er Nori entführt. Sie muss die Harfe spielen, bis sie zu einer traurigen Fee wird. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Wir haben den Zettel, wir haben den Zettel. Und kommen in die Magierakademie. Juhu! Das haben wir sehr gut gemacht. Hallo? Ach, du bist es nur. Was willst du? Hinein. Schaut her. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich. Das königliche Siegel... Also gut, Vogelfänger, tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Mach das halt. Rein mit uns, juhu. Jetzt treffen wir gleich wieder den Feenforscher, hoffentlich. Dort oben brennt noch Licht. Okay, dann gehen wir doch mal hoch. Fest verriegelt. Hallo? Der Feenforscher. Niemand macht auf. Ach so, das waren wir, die Hallo gerufen haben, oder wie? Fest verriegelt. Hallo? Warum haben wir eine andere Niemand Stimme? Niemand macht auf. Da ist der Feenforscher. Geron, du lebst noch. Ja. Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nori. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Ja, dann erzählen wir doch mal. Ja, so. Erstmal soll der Feenforscher anfangen. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Alles. Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Ja, kannst du jetzt bald alles erzählen. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge... besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Genau. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Warträume? Erzählt mir von diesen Warträumen, die die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Wahrträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres.
Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten, um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus, indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Ja, und das ist nicht gut. Wegen etwas anderem. Ja, wir machen Beispiel Überwindung des Albtraums. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Sehers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Sehers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Wahrscheinlich. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Wo ist gerade ich? Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Okay, und wer ist es? Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie, Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wer hinter der Tür sitzt. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Okay. Müssen wir auf jeden Fall verhindern. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Wir können auch nur so ein Scheinartefakt als Köder machen. Wegen etwas anderem. Genau, reden wir mal über Nori. Ich muss Nori retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Sehers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. Ja, das kriegen wir hin. In Noris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Sehers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Gut, ich glaube, das war's jetzt für den Moment. Dann beenden wir das Gespräch. Bin gleich zurück. Genau, und in der Bibliothek und schauen wir uns dann mal später um. Und bis dahin sage ich Tschüss.